Wunderschönen guten Morgen. Es ist der 9.12.2014. Wir haben 10.03 Uhr und im Augenblick sind wir noch nicht beschlussfähig. Sind wir jetzt beschlussfähig? Haben wir jetzt 10. Wunderbar. Und es liegt eine Abmeldung vor auf jeden Fall. Wir aktualisieren mal schnell die Anwesenheiten. Und der wunderbare DS Lawfox wird heute einen Großteil der Sitzungsleitung übernehmen. Wir haben eine kleine Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Da geht es um den Bereich Personal. Ein paar Stellenpositionen, die der Harald eigentlich vorstellen wollte. Ich hoffe, er ist gleich da. Ansonsten hatten wir in dem Zusammenhang bei der gestrigen Vorstandssitzung nichts Wildes, was das Ganze angeht. 15 Minuten sollten dafür ausreichend sein. Spricht sich jemand gegen diesen nicht öffentlichen Teil nur für den Bereich Personalia aus? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kämen wir direkt zu Top 2, Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Da wir gestern auch in Vorbereitung einer Demo im Vorstand auf den Bericht der Pressestelle verzichtet haben, würde ich ganz gerne heute mit dem Bericht der Pressestelle anfangen und gebe dem Jens das Wort. Ja, hallo, schönen guten Morgen, heute mal wieder von meiner Seite aus. Der Ingo hat nämlich heute einen Tag frei, der ist aber heute Abend zur Weihnachtsfeier dabei. ja, wie gesagt, Demo hast du gestern angesprochen, Fotos sind alle im Blog, vielleicht einfach nur als Idee-Tipp-Hinweis an Daniel, der aber nicht da ist, oder Birgit, wenn ihr Lust habt, vielleicht so ganz kurz noch irgendwas so nachberichtmäßig zu schreiben, wäre das super, wäre schön, ansonsten Bilder sind da, wenn die irgendjemand braucht noch, wie auch immer, dann haben wir die im Blog und auch natürlich auf dem Server. Ansonsten zwei aktuelle Anfragen von WDR Westpol zum Thema Netzneutralität und syrische Flüchtlinge. Da setzen sich die Abgeordneten mit den Redakteuren in Verbindung. Ich komme nachher nochmal auf euch zu, Daniel und Frank, ob das läuft. Aktuelle Termine, die aus unserer Sicht wichtig sind, diese Woche ist morgen der Rechtsausschuss zum Thema Cannabis. Da sollten wir auf alle Fälle was machen bei dem wichtigen Thema, auch mit Blick auf unsere Kampagne Grasperin. Und am Freitag, den 12. Konstituierung unserer Enquete-Kommission, Olli. Also da sollten wir auf alle Fälle auch was machen, können wir ja auch nochmal drüber sprechen. Zwei gesetzte Themen. Ansonsten bereiten wir den Jahresrückblick vor, anlässlich eines RTL-Interviews mit Joachim, auch was den Blog angeht und auch für das nächste Landtag intern. Und auch hier nochmal die Bitte an alle Referenten, wir hatten mehrfach was rumgeschickt, dass uns noch was zur Verfügung gestellt wird an Berichten, damit wir was haben, um den Joachim zu briefen und auch für unsere weitere Kommunikation. Ja, und der letzte Punkt ist, dass am Freitag die Pressestelle nicht besetzt ist, einfach aufgrund von Überschneidung, Resturlaub. Genau. Soll vorkommen, das heißt also, liebe Welt da draußen, jetzt hier keinen Unsinn am Freitag machen, damit wir da pressemäßig nicht in den Seilen hängen. Nein, aber ich gehe mal davon aus, das kriegen wir dann schon hin. Da gibt es eine Nachfrage. Ich sehe den Kai, Jens. Ja, Kai. Ja, nur eine kurze Nachfrage. Vielleicht ist es mir entgangen, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat die Fraktion nicht geredet gestern und ich wüsste gerne, warum. Oder ob mein Eindruck da falsch ist oder ob ich das verpasst habe. Bist du jetzt gerade bei der Demo gestern oder was? Da kommen wir gleich noch zu. Steht auf der Tagesordnung. Okay. Kann ich jetzt auch weniger zu sagen, weil Ingo gestern da war, hat er mir jetzt nichts zu gesagt. Aber wenn wir das noch auf dem Top haben. Danke. So, dann mache ich kurz weiter mit dem Bericht des Vorstands von gestern. Wegen Republika läuft. Hotels checken wir aus. Haben wir ein paar Angebote eingeholt. Gucken wir uns nochmal an. Setze ich mich mit Harald zusammen. Dann haben wir hauptsächlich besprochen die Vorgehensweise. Ja, direkt eine Nachfrage, Toso. Das direkt gegenüber.
fällt aus, weil? Es hat keinen Sitzungssaal. Zum einen, zum zweiten gab es Probleme mit der Barrierefreiheit. Und von daher hatten wir dann geschaut, dass wir eine Location finden. Wie gesagt, die einzelnen Unterlagen habe ich oben. Ich muss sie selber jetzt nochmal genau sichten. Es ist genau nach diesen Standardkriterien, wie wir sie immer verwenden, geprüft worden. Und preis-leistungsmäßig haben wir da, glaube ich, ein ziemlich gutes gefunden. Das können wir gerne irgendwie im Laufe des Nachmittags auch nochmal gemeinsam durchkauen. Weil das Gegenüber, was du vorgeschlagen hattest, hatte genau diese... die Problematik, dass wir dann nochmal separat einen einzelnen Tagungsraum irgendwo hätten mieten müssen und da dann hätten hinreisen müssen, was auch nicht so gut war. Also wir haben halt die Zeiten, die wir brauchen, vom Hotel zur Republika inklusive unserer Tagung gegengehalten zu dem, wenn wir bei der Republika sind, zu einem Tagungsraum fahren und wieder zurück. Okay. Dann haben wir angesetzt für morgen... wegen der Haushaltsdebatten, die ja hier in die dritte Lesung jetzt gehen. Eine Referentenrunde ist für morgen, glaube ich, angesetzt. Der MABO hat ein entsprechendes Terminfenster rumgeschickt, auch an alle zuständigen Referenten und an alle MDL. Denn wir werden relativ kurzfristig die Haushaltsänderungsanträge von Rot-Grün auf den Tisch kriegen. Ich hoffe, sie kommen. Heute, eventuell kann Dietmar da eben kurz, wir haben da halt gestern im Vorstand ein bisschen drüber gegrübelt, wie wir das hinkriegen. Dietmar? Ja, in aller Kürze deshalb, weil die SPD angekündigt hat, dass SPD und Grüne Anträge, so sie denn kommen, mit Sperrvermerk versehen werden. Da sind wir noch im Gespräch, ob wir diese in vertraulicher Form vorab bekommen. Sperrvermerk wahrscheinlich insofern, als die dann dazu passend zum Haushalt- und Finanzausschuss noch, was weiß ich, um 13:30 oder so oder um 14:30 eine Pressemitteilung rausgeben wollen und werden. Und deswegen ist noch nicht so ganz sicher, ob wir die Sitzung am Donnerstagvormittag in entsprechender, ja, ich sag mal, Geeignetheit durchführen können. Da müssen wir uns das noch vorbehalten, ob und inwieweit wir überhaupt die Anträge schon zu diesem Zeitpunkt vorliegen haben. Also ich schlage vor, dass wir den Termin erstmal halten und dann kurzfristig uns ja, an euch wenden, um mitzuteilen, wie und in welchem Umfang wir das durchführen können. Jetzt sage ich eine Wortmeldung. Frank, Moni, war das auch eine Wortmeldung oder? Okay, Frank. Jo. Ja, ich wollte nur anmerken, also wir haben am Donnerstag um 10 eine gemeinsame Sitzung vom Kommunalausschuss und Innenausschuss, wo es im ersten Punkt um Flüchtlingsaufnahme geht. Ich hoffe eigentlich, dass wir da ein paar Zahlen auch mitgeteilt bekommen. Nee, auch Finanzzahlen zu diesem Thema. Wenn nicht, wäre das, finde ich, ziemlich skandalös. Es soll in dieser gemeinsamen Sitzung dieses Gesetz die Anhörung beraten werden und auch im Ausschuss, in beiden Ausschüssen verabschiedet werden. Das heißt, da sind wir auf jeden Fall gebunden im Ausschuss. Plus direkt danach ist gestern reingeflattert eine aktuelle Viertelstunde für den Innenausschuss, wo die Situation im Krefelder Polizeipräsidium von der CDU skandalisiert werden soll. Die wird witzig, wird aber auch Zeit und Nerven kosten, genau um die Zeit, wo ihr dann halt in der Sitzung, also in der internen 10.30 Uhr da zusammensetzen wollt. Insofern muss ich mal gucken, wie wir das vom Innenausschuss mit der Teilnahme da irgendwie hinkriegen. Und ich wäre dankbar auf jeden Fall, wenn Zahlen zu diesem Themenkomplex kommen, die zu erfahren. Ich denke mir mal, sobald die einzelnen Anträge da sind, werden die ja eh rumgereicht. Das ist auch Sinn und Zweck der Sache. So, dann hatten wir obendrein noch in aller Kürze, morgen ist das erste kommunale Vernetzungstreffen hier in etwas kleinerer Runde. Es liegen ein paar 20 Anmeldungen vor. Wir sind mal so, haben mal so auf plus minus 30 Leute das Ganze aufgebaut. Dann haben wir aber obendrein halt besprochen in Kürze, dass wir dann halt für, wie wir das in einer kleinen Runde auch schon hatten, für 140 plus x Personen das mal für Ende Februar schon mal so ein bisschen fixieren. Dann hatten wir noch kurz die Demo-Vorbereitung, noch das Thema Flurfunk.
aber alles jetzt nicht so Dramatisches. Entschuldigung. Das war so im Bereich des Vorstands. Und gibt es da, ja, Frank? Ja, ich wollte nur fragen, habt ihr auch das Thema Hustenbonbons mal angesprochen? Weil wir alle mal bräuchten, so Fraktionsbonbons, ne? Weil wir alle so ein bisschen, Entschuldigung, verschnupft sind. Okay, offensichtlich nicht. Weil dann würde ich jetzt für die einzelnen Anträge kurz an Dietmar übergeben, wenn das geht. Wir haben Umlaufbeschlüsse als Top 3 und dann zwei Anträge fürs Plenum. Ja, Grumpy, danke. Gut, wir gehen also weiter zu Top 3. Nee, was war das hier? Top 3, genau, Top 3. Augenblick, ich bin im falschen Film, genau. Umlaufbeschlüsse. Wir hatten den Änderungsantrag zur EU-Bankenabgabe /NRW-Bank abgestimmt. Der wurde angenommen. Er war Gegenstand der Plenardebatte in der letzten Woche und wurde abgelehnt von allen anderen Fraktionen. Damit Haken dran, ja, zumindest für den Augenblick. Dann haben wir noch, wenn ich darauf hinweisen darf, einen Umlaufbeschluss zur Grunderwerbsteuer online. Dieser soll nach dem bisherigen Diskussionsstand eine Fraktionsposition bestimmen, ja, eindeutig eben eine Fraktionsposition. Ich möchte darauf hinweisen, dass am vergangenen, war es Donnerstag, ne? Daniel, Donnerstag? War es Donnerstag oder Freitag, die Sondersitzung? Ich weiß es schon gar nicht mehr. War so viel letzte Woche. Also eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses stattgefunden hat. Ausschließliches Thema war dort die Änderung des Gesetzes zur Erhöhung der Grunderwerbsteuer auf 6,5%. Und ich habe mich dort, danke nochmal für die Möglichkeit, dort die Vertretung wahrnehmen zu können, für den Kai an der Stelle, und in Absprache mit Daniel dann entsprechend vorgetragen, und zwar entsprechend der hier einmal fixierten Position, vorbehaltlich des Umstands, dass ich annehme, dass diese Position auch die Mehrheit in der Fraktion finden kann. Das wiederum weiß ich natürlich nicht. Es wäre halt so sehr schön, wenn vielleicht doch noch der ein oder andere hier abstimmen würde, sodass dann auch die Anzahl voll werden möge. Wir haben zurzeit einen Stand von ganz vielen nicht abgestimmt und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haben bisher dafür gestimmt. Danke an dieser Stelle dafür und deswegen nochmal der Hinweis darauf. Bitte? Ich sehe eine Wortmeldung von Simone. Simone, ja. Ja gut, ist okay, ich hätte das bis heute um 9:59 einstellen sollen, das ist natürlich in der Tat zutreffend. Ja, dann wunderbar, da wir ja beschlussfähig sind und ich gehe davon aus, dass wir mittlerweile alle, danke für den Hinweis übrigens Simone, ja, nehme an und hoffe, dass ihr den alle gelesen habt, den Text, der ja nicht so lang ist, der ja für meine Verhältnisse nicht so lang ist. Nee, das ist nicht der andere Umlaufbeschluss mit siehe meine E-Mail, die im Übrigen auch sehr kurz war. Darauf möchte ich hinweisen, wie auch der Antrag selber relativ kurz war, der da abgestimmt wurde. Ja, von daher gibt es dazu Fragen zu der Fraktionsposition, wie sie hier aufgezeichnet ist. Ich schaue ins Rund, stelle fest, dass es keine Nachfrage gibt. Achso, okay. Ja, dann. Dann, ja, okay, dann liest mal. Ich weiß schon, warum ich den auf die TO gesetzt hatte. Okay. Weil mir das Wahnsinn. Ja, ich weiß nicht. Deswegen hatte ich den schon als gelaufen eingestuft. Kannst du ja nochmal kurz erläutern. Genau, ich kann den natürlich noch einmal kurz erläutern. Zu dem
Grunderwerbsteueränderungsgesetz hat es eine Anhörung in der Zwischenzeit gegeben, in der 23 Sachverständige angehört wurden. 21 von den anwesenden Sachverständigen haben sich rundheraus gegen die Grunderwerbsteuererhöhung ausgesprochen, aus den verschiedensten Gründen, insbesondere aus den Beeinflussungsfaktoren des Mittelstands, Bau, Baunebenbranchen etc., weil dadurch eben auch gerade im Wohnungsbau oder im Häuslebau möglicherweise notwendige, auch für die Energieeffizienz notwendige Investitionen unterbleiben, weil das sind natürlich dann kleinere Investitionen von ein paar tausend Euro, die Familien stark belasten oder Bauherren, Baudamen stark belasten. Ich hatte auch eine Frage, die immer herumgeisterte, die der Olli übrigens in der, ich glaube, letzten oder vorletzten Phrase schon mal beantwortet hatte. Ich hatte sie gestellt im Hinblick auf die Frage der Beeinflussung der Grunderwerbsteuer, was die Miethöhen angeht. Diese Frage habe ich auch ins Rund gestellt und habe als Antwort erhalten, dass es keine gesicherten Erkenntnisse darüber gibt, nach den sachverständigen Meinungen, dass durch die Grunderwerbsteuer es zu einer flächendeckenden Erhöhung von Mieten kommen würde. Das war zumindest die Aussage der Sachverständigen. Das dazu. Ansonsten war nicht zuletzt aufgrund unserer eigenen und meiner eigenen Anschauung und Auffassung, sondern darüber hinaus auch durch die schriftlichen und auch mündlichen Äußerungen der Deutschen Steuergewerkschaft befeuert, das Thema Stopfen von Steuerschlupflöchern, gerade auch im Bereich der Grunderwerbsteuer, ein Thema. Das wurde im Prinzip sehr breit thematisiert, insofern, als sich doch einige Sachverständige deutlich dahingehend ausgesprochen haben, dass hier Steuervermeidungsstrategien auf Bundesebene an der Stelle durchaus auch von NRW aus angegangen bekämpft werden müssen und sollen, um eben hier zu einer Mehreinnahme gerade auch im Bereich der Grunderwerbsteuer kommen zu können. Denn wir wissen, es gibt also seit LuxLeaks wissen wir, dass in erheblichem Umfang gerade größere Großinvestoren Steuervermeidung über in Luxemburg ansässige Firmen betreiben, dies gerade auch mit Blick auf Immobilienerwerbe in Deutschland und gerade auch in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen ist, wie wir alle wissen, sehr attraktiver Immobilienmarkt. Und da wurde also ganz besonders darauf Wert gelegt, dass man sagen muss, also wenn schon Grunderwerbsteuer, dann aber bitte erst dann, wenn hier entsprechende Modelle auch, zumindest das Initiativen ergriffen werden, um sie einzudämmen bzw. ganz zu beseitigen, insbesondere Nachfolgemöglichkeiten von sogenannten Red-Blockern, also Real Estate Transfer Tax Blockern, sprich nichts anderes als Vermeidungsstrategien zur Vermeidung von Grunderwerbsteuerzahlungen und so weiter und so fort. All das ist eben Gegenstand auch der Position. Insofern dahingehend Position, als wir ohne entsprechende Initiativen von NRW dann im nun folgenden 2. Dezember-Plenum die Grunderwerbsteuererhöhung an dieser Stelle ablehnen würden. Das wäre die Zielsetzung. Alles andere machte keinen Sinn. Olli. Danke, Dietmar, für die Ausführungen. Ich muss noch tatsächlich dann ergänzen zu der Anhörung, dass die Sachverständigen allerdings nicht gesagt haben, kann man in der Miete wirkt sich nicht auf die Miete aus, sondern die Aussage war so zu verstehen, dass man es halt nicht rausrechnen kann, weil es einfach zu viele Faktoren gibt, die in so eine Miete einfließen. Und irgendjemand anders von den Sachverständigen hatte eine Rechnung gemacht und hatte einfach mal das dann halt einfach mal auf 20 Jahre umgelegt. Und dann kommt man halt so tatsächlich dann doch auf irgendwie paar 60 Cent, die das ausmachen kann bei einer Miete. Das ist allerdings nicht der Hauptfaktor. Ich entschuldige mich, dass ich mir vorher den Umlaufbeschluss nicht angeguckt habe. Der ist mir irgendwie durchgegangen. Aber jetzt habe ich ihn gelesen. Er sagt ja eigentlich über die grundsätzliche Position zur Grunderwerbsteuer nicht viel. Im Wesentlichen, mein Gott, stopft doch erstmal die vielen Steuerschlupflöcher, denn das wurde auch bei der Anhörung klar. Und es ist auch so, es gibt einfach noch so viele Ausweichstrategien, um die man sich vor allem kümmern muss, wenn man sie anhebt. Weil wenn man eine Grunderwerbsteuer anhebt, dann werden diese Ausweichstrategien natürlich noch attraktiver. Und die sind manchmal
das wurde uns dann vorgerechnet, so schädlich, dass sie eventuell dazu führen, dass man mit einer Erhöhung nachher weniger hat als vorher. Das darf natürlich nicht sein. Grundsätzlich, bei den Zigaretten hat es aber wenigstens noch eine Lenkungswirkung, die man möchte. Grundsätzlich heißt es ja nicht, wenn wir diesem jetzt zustimmen, dass wir gegen eine Grunderwerbsteuererhöhung sind, die wir vielleicht als Partei der Einnahmenseite nicht ausschließen dürfen. Aber dass wir auf die Steuerschlupflöcher wollen wir auch schließen. Wir haben, muss ich dazu sagen, wir haben im Bau- und Verkehrsausschuss ja schon eine Sondersitzung deswegen gehabt. Stefan und ich haben dagegen gestimmt, auch mit dem Argument, damit schließe ich jetzt auch mit dem Argument, dass wir in unserem Ausschuss sehen, dass bei uns der Schaden entsteht sozusagen, bei Infrastruktur und Wohnungsbau entsteht der Schaden bei Wohnungspolitik, aber es gibt keine Lenkungswirkung, keine Steuerungswirkung und keine sozusagen kein Hinweis, dass das Geld, was eingenommen wird, in diesem Bereich wieder zurückfließt. Deshalb mussten wir natürlich als Fachpolitik auf jeden Fall an der Stelle ablehnen. Nur kurz eine Anmerkung jetzt zu dem Sachverhalt als solchem, nicht zum Antrag, dem habe ich ja schon zugestimmt. Ich finde es halt erschreckend, dass die Geschichte wiederholt sich. Wir hatten das Gleiche bei der Beamtenbesoldung, wo ungefähr alle Sachverständigen dagegen waren. Und trotzdem haben sie es durchgezogen. Hier ist es wieder so, von 23 waren es 21, die dagegen waren. Das ist im Prinzip dasselbe. Es ist schon manchmal dumm, was die machen. Ja. Bei der Steuererhöhung sind wenig Sachverständige dafür. Egal. Ja, aber es ist los. Leise. Na ja, gut, ich meine, um das vielleicht noch mal anzumerken, der Vertreter des Städte- und Gemeindebunds war es, glaube ich, der hatte auch abgelehnt, deshalb, weil entsprechende Zuweisungen oder Möglichkeiten, dass die Kommunen daraus besser finanziert werden, nicht enthalten ist in der Gesetzesänderung und haben aus diesem Grunde abgelehnt. Es gab also verschiedene Gründe, warum einzelne Interessenvertreter, muss man ja mal sagen, oder Verbandsvertreter die Ablehnung hochhalten. Ich möchte noch mal auf diesen einen Aspekt, den Olli genannt hat, oder wer war es noch mal, weiß ich jetzt gar nicht, nämlich die Negativwirkungen dieser Grunderwerbsteuererhöhung im Hinblick darauf, dass die Umgehungsstrategien natürlich dadurch noch umso attraktiver werden und so stärker auch in Anspruch genommen werden. Das müsste man dann vielleicht mal über den Vorgang anzeigen auf der Landtagsseite zu diesem Gesetz, zu dieser Gesetzesänderung schauen. Da sind ja auch die ganzen Sachverständigen beziehungsweise Stellungnahmen der Sachverständigen verlinkt. Da verweise ich an dieser Stelle gerade, was die Entwicklung der sogenannten Share Deals angeht, einmal auf die Sachverständigenmitteilung des Büros. Okay. Ja, ich dachte, es gab ja noch Gesprächsbedarf. Share Deals, da gibt es eine Übersicht über die Entwicklung seit 2005. Gut, dann, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt. Das ist der Satz, den du vorlesen kannst. Zur Abstimmung. Ja, dann lese ich, der Grumpy war so nett, hat jetzt mal eine Formulierung für den Beschluss, der allerdings dann eben in der Begründung den Beschlussinhalt, so wie er im Umlaufbeschluss online steht, lauten könnte, solange Steuerumgehungsmöglichkeiten nach dem Grunderwerbsteuergesetz, Klammer auf Bund, Klammer zu, insbesondere § 1 Absatz 2a und 6a Grunderwerbsteuergesetz nicht eliminiert worden sind, lehnen wir die Erhöhung der Grunderwerbsteuer in NRW ab. Das wäre also der Beschluss. Wer dafür ist? Ja. Ich? Ja. Ich würde sagen, einstimmig. Okay, damit sind wir mit Top 3 durch. Ich übernehme an der Stelle, damit Dietmar wieder Luft holen kann. Wir kommen zu Top 4 der Vorbereitung des kommenden Plenums, welches halt hauptsächlich aus Haushaltsberatungen bestehen wird. Es liegen insgesamt 3 Anträge vor. Einen haben wir bereits vergangene Woche beschlossen und auch schon eingereicht. Das ist der Antrag zum Boys Day. Dann haben wir einen Antrag aus dem Bereich Innen. Es geht um das Wintermoratorium
Antrag Abschiebung in die Kälte stoppen. NRW muss eine Anordnung zur Aussetzung von Abschiebungen in ausgewählte Staaten während der Wintermonate erlassen. Ich würde da ganz gerne an Frank übergeben, wenn du da noch zwei, drei Sätze zu sagen möchtest. Ja. Ja, doch, der Antrag ändert sich schon. Weil es sind eine ganze Menge Länder aufgeführt, und zwar sind die Länder aufgeführt, die nicht gewährleisten können, dass wenn da jetzt Menschen am Flughafen auftauchen, dass die entsprechend auch versorgt werden können. Das heißt, wir wollen die Abschiebung in die Kälte stoppen. Der Antrag richtet sich oder plädiert dafür, halt bis zum 31.03. nächsten Jahres Abschiebungen unter anderem nach Afghanistan, Albanien, Armenien und so weiter, ist alles aufgeführt, zu stoppen. Dieser Beschluss ist schon von Schleswig-Holstein gefasst worden, vor ein paar Tagen, Entschuldigung, 2. Dezember. Thüringen hat jetzt mit der neuen Landesregierung Abschiebung grundsätzlich gestoppt. Wir werden zu diesem Antrag, wenn wir den vorstellen, natürlich wieder hören, dass sich Nordrhein-Westfalen ja schon immer bemüht und in jedem Einzelfall guckt, dass auch eine Abschiebung gerechtfertigt ist und jeden Einzelfall prüft. Das tun sie aber tatsächlich nur für Abschiebungen in Kosovo. Deswegen glauben wir, dass es notwendig ist, zu Weihnachten jetzt zu dieser Zeit und grundsätzlich, weil es unsere Position als Piraten ist, Abschiebungen sehr, sehr kritisch zu sehen, um nicht zu sagen, wir wollen sie nicht, diesen Antrag halt zu stellen. Besonderheit noch ist, dass wir uns gegen diese Einzelfallprüfung, wie sie im Moment hier von Nordrhein-Westfalen präferiert wird, stellen, weil die ist nicht überprüfbar. Wir wissen nicht, was die Ausländerbehörden da im Einzelfall entscheiden. Das Land hat die Möglichkeit, nach dem § 60a Absatz 1 Aufenthaltsgesetz generell zu sagen, dass Landsleute dieser hier aufgeführten Länder bis zum 31. März halt nicht abgeschoben werden. Das ist das Ziel dieses Antrags. Wir wollen nicht die nicht prüfbare Einzelfallentscheidung. Und so in die Richtung, denke ich mal, wird die Debatte laufen. Ich sehe im Augenblick keine Nachfragen dazu. Dann wollte ich ganz kurz noch erwähnen, also dass ja in Schleswig-Holstein jetzt nicht rot-rot-grün regiert, sondern halt eine andere Konstellation herrscht und von daher wir ja ganz bewusst die schleswig-holsteinische Variante genommen haben. Und die Nichtüberprüfbarkeit, die Frank gerade ansprach, wir hier in NRW haben ja auch immer wieder Petitionen diesbezüglich, wo sich dann partiell dann auch immer wieder das Innenministerium dann halt genau auf diese Listen beruft, diese sicheren Drittländer. Und von daher denke ich mir mal, ist es halt einfach nur gut und richtig und wichtig, dass wir hier wieder diesen Antrag entsprechend einbringen. Wenn es keine weiteren Rückfragen gibt, würde ich ganz gerne zur Abstimmung schreiten. Von daher würde ich ganz gerne fragen, wer kann dem Antrag des Teams Innenabschiebung in die Kälte stoppen. NRW muss eine Anordnung zur Aussetzung von Abschiebungen in ausgewählte Staaten während der Wintermonate erlassen, so zustimmen. Wie jedes Jahr, ich würde sagen, das ist einstimmig. Kommen wir zum zweiten Antrag, den wir noch haben. Es handelt sich hierbei um einen Antrag aus der Verwaltung des Landtags. Zu einem Bereich, bevor man das jetzt missversteht, es geht um einen Änderungsantrag zum 12. Gesetz des Abgeordnetengesetzes, welches wir persönlich ja aus bestimmten Gründen nicht so richtig befürworten. Allerdings ist dieser reine Änderungsantrag, der auch mit verlinkt ist, bezieht sich lediglich auf einen Teil, der sich mit den Angestellten und den Versorgungswerken beschäftigt. Ich muss noch mal gerade schnell gucken. Genau. Etwas weiter oben ist der linke. Moment, Sekunde. Der Ordner ist freigegeben. Da müssten. Und dann wollte ich nämlich fragen, ob der Michel eben was dazu sagen möchte. Also es ist nicht ganz
ganz korrekt, was du gerade gesagt hast. Aber ich, also erstens, es handelt sich um einen Vorschlag aus der Verwaltung, der aufgenommen wurde von den vier anderen übrigen Fraktionen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man uns gefragt hätte, ob wir damit draufstehen wollen, aber sei es drum, darf sich jeder denken, was er möchte. Es werden zwei Dinge geregelt in der Gesetzesänderung. Das eine ist, da geht es um die Mitarbeiterpauschale der Abgeordneten, die wir ja monatlich bekommen im Moment. Die Änderung, die vorgeschlagen ist, lautet folgendermaßen, nämlich, dass wenn, das heißt so schön, organisationsbedingte Vakanzen auftreten, also auf gut Deutsch, wenn Mitarbeiter wegfallen und es häuft sich halt ein Berg Arbeit an, dass man dann in den Folgemonaten des Jahres und in Ausnahmefällen, begründeten Ausnahmefällen, auch im nächsten Jahr noch das Geld, was man ja dadurch gespart hat, dass man eine freie Stelle hatte, dass man das nachträglich noch einsetzen kann. Das ist die erste Änderung, die eingeführt werden soll. Die zweite Änderung, die dann auch noch mit in diesem Gesetzesänderungsantrag steht, ist, dass ins Abgeordnetengesetz aufgenommen werden soll, dass Verwandte bis zum dritten Grad nicht beschäftigt werden dürfen als persönliche Mitarbeiter von Abgeordneten. Und zwar sowohl eigene Verwandte als auch die anderer Mitglieder des Landtags. Und das ist unser Knackpunkt eigentlich, und ich glaube, deswegen sind wir auch nicht eingeladen worden, diesen Antrag mitzustellen, denn wir haben uns ja immer auf den Standpunkt gestellt, wir wollen die Vetternwirtschaft abschaffen, Vettern sind Verwandte vierten Grades, und damit sind wir eigentlich auf dem Standpunkt zu sagen, dritter Grad, Verwandtschaftsbeziehungen dritten Grades ist uns zu wenig. Aber wie gesagt, wir wurden gar nicht konsultiert, wir wurden gar nicht gefragt, ob wir das nicht eventuell doch mitgehen wollen, und von daher ist das im Moment Stand der Dinge. De Toso. Danke für die tollen Einlassungen, Michel. Ich habe das, glaube ich, jetzt verstanden. Gleichwohl stellt der neue Antrag doch eine Verbesserung zum Status quo dar. Sollten wir an der Stelle dann nicht sagen, wir würden gerne dritten Grad haben, vierten Grad haben wollen, dritter Grad ist jetzt auf dem Tisch, wir stimmen den trotzdem erstmal zu und sagen, wir würden es halt verbessern, wir machen einen Änderungsbeschluss, wie auch immer. Ist das möglich, Michel? Du hast doch da also alles drauf. Ich habe ja keine Beschlussempfehlung gegeben, ich habe ja nur dargestellt. Ja, wenn ich 10 Schritte vorwärts fordere, sind 2 Schritte vorwärts auch schon ein Fortschritt. Also ja, man kann das machen. Ich bin da völlig leidenschaftslos. Die erste Änderung, die ist in Ordnung. Ich bräuchte sie nicht. Ich weiß nicht, wer sie von euch bräuchte. Das kann immer mal auftreten. Das ist so ein bisschen Liberalisierung dieser Ausgaben, dass man die ein bisschen flexibler handhaben kann. Ja, okay, das ist reine Selbstverwaltung der Abgeordneten, kann man machen. Und das Zweite, ja, es ist eine Verbesserung zu sagen dritten Grades. Man kann natürlich darauf hinweisen, wir hätten gern mehr gehabt, aber man kann dem im Grunde genommen auch meiner Meinung nach zustimmen. Mehr wird es eh nicht werden. Punkt. Du sagtest gerade, was die Abgeordneten zur Verfügung haben, um Mitarbeiter anzustellen. Aber es bleibt ja dabei, dass dieses Geld immer bei der Verwaltung bleibt und nur direkt an den Mitarbeiter geht. Also die Abgeordneten haben ja quasi keine persönliche Verfügungsberechtigung darüber. Das bleibt ja auch so. Der Olaf hat eine Wortmeldung unterfragt. Ja, ich möchte, wie in dieser Diskussion, das ist jetzt auch wieder nur gefragt worden, können wir zustimmen oder nicht, wie sieht es denn da genau mit der Argumentation aus? Es geht uns nicht weit genug, aber wir möchten uns dem ja auch nicht im Wege stellen, dass zumindest dieser erste Schritt gegangen wird und dass wir deswegen zum Beispiel die Empfehlung eher rausgeben, sich zu enthalten. Kommt mir eigentlich, also sage ich mal so, in meinem Bereich oder so, immer wenn ich genau vor diesen Punkten stehe oder so, neige ich eigentlich am ehesten dazu, mich zu enthalten. Und das wäre jetzt auch hier die Frage, ob das nicht genau das Symbol wäre an der Stelle das Richtige. Michel, möchtest du? Okay, gut, dann der Frank, dann der Lukas und danach der Dirk. Ja, weil ich habe hier einen Änderungsantrag
zum 12. Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes und so weiter, wo wir auch mit draufstehen. Ich ziehe das mal eben zurück, ich bin jetzt irritiert, worüber wir hier gerade sprechen, Entschuldigung. Kann man zu diesem Änderungsantrag was sagen? Von wem stammt der originär, Frank? Okay. Ja gut, die formale Klarstellung stellt sich natürlich die Frage, ob das die ist, dass wir damit draufstehen. Das betrifft die Krankenversicherung und andere Baustellen. Gut, okay. Dann möchtest du kurz zur Klärung beitragen? Ich hoffe. Das, was Grumpy ganz am Anfang meinte, da geht es nicht um die Sachentscheidung dritter, vierter Grad oder was auch immer. Da geht es nur um rein formale Fragen, politisch völlig uninteressant. Das waren Dinge, die der ursprüngliche Antragsteller einfach im Detail nicht in dem Antrag drin hatte und den die Verwaltung jetzt an der Stelle nochmal nachgereicht hat. Da können wir völlig unbedenklich einfach zustimmen. Der Lukas wäre dann dran. Ja, um nochmal auf die Frage nach diesem Grad zurückzukommen. Ich glaube, egal, ob wir uns enthalten oder ob wir dagegen stimmen, weil wir eigentlich mehr wollen, das wird uns medial, ich sage jetzt mal, eher negativ ausgelegt. Ja, man wird uns dann entweder gar nicht aufführen, sondern sagen, hier, die und die waren es. Da können wir noch so viel begründen. Ich denke, dass die Chance wesentlich höher ist, dass wenn wir denen zustimmen, aber dann gleichzeitig auf mehr pochen, dass das zumindest dann medial steht von und Piraten, und wenn wir dann auch noch Glück haben, dann könnte da auch noch stehen, und die Piraten wollten übrigens mehr. So, insofern ist das ein Schritt, den würde ich mitnehmen, und deswegen würde ich aus eben diesen medialtaktischen Gründen dafür plädieren, dass man dem halt zustimmt. Danke, Lukas. Der Dirk wäre da an dieser Stelle dran, dann der Joachim und danach nochmal der Frank. Dann würde ich vielleicht nochmal ergänzen zu dem, was Lukas gesagt hat, um diesen Grad nochmal. Also wenn wir den vierten Grad Folge fordern, dann mag das sein, aber die Begründung, dass wir Vetterwirtschaft abschaffen wollen und deswegen den vierten Grad fordern, ist halt Quatsch, weil Cousins und Cousinen sind dritter Grad und der Vetter ist nichts anderes als der französische Ausdruck für den Cousin. Also von daher Vettern sind auch Dritter Grad. Nee, der Cousin ist der egal. Ja, also von daher sind Vettern auch Dritter Grad. Wenn wir also die Vetternwirtschaft abschaffen wollen, dann würde der dritte Grad reichen. Nur mal so als Richtigstellung. Von daher wisst ihr jetzt nicht, was gibt es. Gut, Joachim. Ich glaube, man kann sich eine Entscheidung über eine Abstimmung relativ einfach machen, weil das, was da vorgeschlagen wird, ist ein kleinerer Personenkreis für den Ausschluss dieser Anstellungstätigkeit, als was wir vorgeschlagen haben. Deswegen ist das ein rein quantitativer Unterschied. Der Schritt geht aber in die richtige Richtung, von daher kann man dem einfach zustimmen. Wenn das qualitativ jetzt was völlig anderes wäre, dann ergeben sich möglicherweise Gründe für Enthaltung oder Ablehnung. Aber so sehe ich da überhaupt kein Problem, dem Ding zustimmen zu können. Frank. Jo. Ja, ich wollte nur noch mal erwähnen, also dass dann dieser, dem wir auf jeden Fall zustimmen können, wo wir mit draufstehen, Thema Krankenversicherung, dass der auch noch aufgeführt wird, dass wir diesen Änderungsantrag auch noch abstimmen, selbst wenn der halt widerspruchsfrei ist. Und zu dem jetzt hier diskutierten, wollte ich mal darauf aufmerksam machen, Michel, so wie du das eben vorgestellt hast, der gemeinsame Vorschlag der anderen Fraktionen, der bezieht ja den dritten Grad auch von nicht nur von den eigenen Verwandten ein, sondern auch den der Mitarbeiter, also anderer Abgeordneter des Landtags. Anderer Abgeordneter des Landtags. Und das ist etwas, das wir meiner Meinung nach am Anfang, also als wir über den vierten Grad diskutiert haben, nicht drin hatten. Wir haben von den eigenen Verwandten gesprochen, Vetternwirtschaft selber. Und deswegen ist es eigentlich eine nicht zu unterschätzende Größenordnung, auch wenn wir vom dritten Grad, also wenn jetzt in der Gesetzesänderung der dritte Grad verwandtschaftlich anderer
MDL hier eine Rolle spielt. Und da, wenn wir da den vierten Grad auch von denen fordern, dann kommen wir auf einen recht großen Personenkreis, der dann nicht beschäftigt werden darf, wo man fast eine, ich sage mal in Anführungsstrichen, Vetternwirtschaft gar nicht mehr unterstellen kann, weil von der Verwandte vierten Grades eines MDL einer anderen Fraktion, das ist, sind eine ganze Menge Menschen, die davon betroffen sind. Siehst du anders? Erklär mir das. Herr Michel. Ja, das Argument haben wir ja schon im Plenum gehört, als wir das letzte Mal über das Abgeordnetengesetz geredet haben. Das heißt dann immer nur, woher soll ich denn wissen, ob derjenige verwandt, verschwägert, irgendwas ist. Der Kaiser sagt gerade, wer kennt seine Verwandten vierten Grades? Also ich kenne die Kinder meiner Cousine durchaus. Und die werden jetzt auch in einem Alter, wo sie bei mir hier ein Praktikum machen könnten oder ich sie entsprechend anstellen könnte. Mach doch. Zumindest sollte eins klar sein. Ich kenne vielleicht nicht eure ganzen Verwandten vierten Grades oder auch dritten Grades, ist völlig egal. Aber eine obligatorische Frage bei jeder Einstellung eines persönlichen Mitarbeiters muss dann eben sein, sind sie verwandt oder verschwägert bis zum dritten Grad mit einem Abgeordneten des Landtags. Und das wird derjenige, der sich hier bewirbt, durchaus wissen. Und dementsprechend ist diese Regelung durchaus durchsetzbar und ist nicht so abwegig, auch bis zum dritten Grad, wie es eigentlich scheint. Nochmal, wir haben vierten Grad gefordert. Damals in dieser Transparenz für Nebeneinkünfte-Gruppe. Mein Herz hängt da nicht dran. Ich finde dritten Grad super. Dritter Grad reicht mir persönlich völlig aus. Von mir aus können wir dem zustimmen. Diese anderen Änderungen sind, glaube ich, eh unbestritten, dass das möglich sein kann, dass da keinem wehgetan wird. Und vor allen Dingen, dass wir am Ende über so wenige Einzelfälle wahrscheinlich reden, dass das finanziell wirklich vernachlässigbar ist, zumal das Geld eh eingeplant und in dem Fall, wenn ich diese Regelung nicht einführe, eben anderweitig verbraucht wird. Aber sei es drum. Wenn es nur um dieses dritte oder vierten Grad geht, dann lasst uns dem einfach zustimmen. Lasst uns sagen, wir haben vierter Grad gefordert, dritter ist aber auch super. Daumen hoch, alles gut. Wunderbar. Hat noch jemand eine Wortmeldung? Ich gucke mal nach hinten. Nein? Gut, unser Referent für diesen Bereich, Justiziades der Fraktion, hat auch keine Wortmeldung. Dann denke ich, dass wir unter Einschluss des Änderungsantrags, der jetzt nicht jedem vorliegt, nicht? Das muss man noch dazu wohl sagen, oder? Liegt er jedem vor? Liegt nicht jedem vor. Über den hier zur Abstimmung stehenden Antrag abstimmen. Dann bitte ich um Handzeichen, wer dafür ist. Nein, über den Antrag, der hier drin ist. Einschließlich des Änderungsantrags. Frank. Ich stimme jetzt darüber ab, dass wir über den vierten Grad den Änderungsantrag, den wir jetzt nicht mehr haben wollen, oder was? Nein, wir stimmen über den Antrag ab, wie er in der genau, richtig, unter ja, richtig, einschließlich des Änderungsantrags, wie er hier vorliegt. So, darf ich nochmal? Bitte? Können wir da nochmal alle die Hände heben, die dafür sind, so, damit die Nicole das auch protokollieren kann. Bist du durch, Nicole? Ja. Wer ist dagegen? Handzeichen für dagegen? Keiner. Wer enthält sich? Was haben wir? Dankeschön. Dann hätten wir diesen Tagesordnungspunkt erledigt. Kommen wir zum nächsten, unter Hinweis darauf, dass Grumpy uns leider kurzzeitig verlassen wollte wegen einer dringenden Angelegenheit im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als parlamentarischer Geschäftsführer unserer Fraktion. Kommen wir nun Top 5. Nachbesprechung, Plenum. Wir hatten letzte Woche Plenarsitzung, drei Tage.
Viele, viele, viele Anträge wurden gestellt, besprochen, debattiert, insbesondere auch am Mittwoch und am Donnerstag die große Haushaltsberatung, zweite Lesung des Haushaltsgesetzes, einschließlich sämtlicher Einzelpläne. Von meiner Warte aus muss ich sagen, das Plenum ist von uns gut bespielt worden, glaube ich, das sagen zu können. Ja, ich denke, das kann ich so sagen. Es war insgesamt vor allen Dingen von unserer Fraktion durchgängig, und das möchte ich einmal betonen und positiv feststellen, durchgängig gut besetzt, trotz der vielen, vielen Termine, die zwangsläufig viele Abgeordnete unserer Fraktion eben durchführen müssen. Und bitte jetzt um Wortmeldung zur Nachbesprechung. Moni. Ich möchte da ausdrücklich widersprechen, weil ich kann mich erinnern, dass wir einen eigenen Antrag haben, da hatten, das war, glaube ich, wirklich unser wichtigster Antrag, da haben wir mit 4 Leuten da gesessen. Ja. Also, 5. Ja, dann irgendwann waren es 5. Deshalb tatsächlich auch nochmal die Bitte, also wir schaffen das natürlich nicht, zu jedem Antrag zu kommen, wenn jemand von uns redet. Aber tatsächlich nochmal, wenn unsere eigenen Anträge da verhandelt werden, dann finde ich es schon schön, wenn ein paar mehr Leute da wären. Ja. Ich gebe dir absolut recht, das stimmt, ja. Dennoch spricht das nicht so ganz dagegen, dass bei der überwiegenden Anzahl der debattierten Anträge doch im Verhältnis zu allen anderen Fraktionen, die ja größtenteils sehr viel größer sind, proportional viele Leute von uns da waren. Der Olli. Danke, Dietmar. Ja, ich finde es immer noch gut, wenn wir das tatsächlich so reihum machen würden, weil sich dann ein besseres Bild ergibt und nicht nur die Leute was sagen, die gerade irgendwas haben. Ich fand gut, jetzt mal gar nicht mal so von uns aus, sondern generell, dass die zweite Lesung für den Haushalt entsprechend nach dem Vorschlag von Frau Bär geändert wurde, auch wenn wir in vielen Fällen trotzdem immer noch so geteilt haben wie üblich. Fand ich gut. Ich finde immer noch verbesserungsfähig bei uns die, ich sag mal, Applaus-Einbeziehung in die Reden. Mir fällt auf, dass wir häufig, so haben das sogar der Redner einen Applaus erwartet dann mal. Oft geht das ganz unter, dass der Redner einen Applaus erwartet, weil er mit seinem Text nur durchkommen möchte. Das ist sehr schade, also Text eher kürzer machen. Aber dass ein Redner Applaus erwartet, aber er hat gerade sowas gesagt, wo man eigentlich nicht applaudieren kann. Zum Beispiel, alles ist scheiße, da kann ich nicht applaudieren. Wenn er aber sagt, alles ist scheiße und das müssen wir ändern, dann kann ich applaudieren. Er muss also immer noch einen Satz hinterher schieben, wo man zustimmen kann und wo man sagen kann, jetzt kann ich applaudieren. Also ich möchte dem vollkommen beitreten. Ich habe ganz häufig bei den Reden das Problem, dass wir sehr sachlich sind, darstellen, was alles negativ ist und dass ich sehr häufig da sitze. Und ich glaube, die Simone kann das bestätigen, dass ich dann so aushole zum Klatschen, weil ich denke, jetzt kommt noch der, und dann fängt der nächste Absatz an. Und dann denke ich so, ich kann jetzt nicht klatschen, wenn einer sagt, die Flüchtlinge sterben im Kosovo. Okay, Punkt 1. Ja, der Satz lautet halt, die Flüchtlinge sterben im Kosovo und da sind wir gegen. So, aber das ist das eine. Das andere ist, ich möchte gerade bei den Reden nochmal darum bitten, Pausen zu lassen, sich vorher zu überlegen, also nicht nur wirklich den sachlichen Text zu schreiben, den ich super finde, aber sich auch zu überlegen, wo könnte man denn mal klatschen, wo können denn Zwischenrufe kommen. Ich habe einfach häufig das Gefühl, da wird halt tatsächlich die Rede vorgelesen, die für sich auch sehr gut ist, die aber gar nicht darauf ausgelegt ist, dass man auch mal emotional mitgeht. Das führt dann dazu, und eigentlich ist das eine Kritik an den anderen, weil das bei uns relativ gut läuft, das führt dann dazu, dass uns auch nicht mehr zugehört wird, weil einfach überhaupt gar keine, ich nenne das mal, Stimmung aufkommt bei dem ganzen Thema. Und ich persönlich finde Plenarsitzungen super, wo man sitzt und auch ab und zu mal reinrufen kann und wo man auch mal so ein bisschen mitgeht. Grundsätzlich ist das bei mir immer bei meinen Themen, aber da ist halt blöd, weil ich da selber rede, bei diesen ganzen Internetthemen, Daniel Schwertz-Themen sehr häufig, wo ich dann mich mit einer gewissen, in Anführungszeichen, Expertise ausgestattet fühle und dann auch mal einen Zwischenruf machen kann und sowas. Wenn man dann ein bisschen zeigt, dass wir nicht nur alles hinnehmen, was die anderen sagen
und umgekehrt uns auch in solche Zwiegespräche und Zwischenrufe einlassen, dann finde ich das persönlich sehr viel schicker, als einfach nur tatsächlich immer sachlich zu reden. Das kann man auch mal machen, das ist auch bei manchen Themen, gerade wenn wir einen Antrag mit allen Fraktionen zum Beispiel haben, gar nicht so schlimm. Aber grundsätzlich sollten wir ein bisschen mehr, ja, ich sage das jetzt einfach, Punkrock wagen. Lukas, du wärst dann schon der Nächste. Und ich hätte dann noch jemanden zu. Ich bin dran. Ich habe natürlich nicht auch alle Reden mitbekommen, aber zwei Reden oder zwei Personen sind mir in dieser Plenarphase ganz besonders aufgefallen. Das waren nämlich Olaf und Dannebod, die richtig gute Reden gehalten haben, die mir echt gut gefallen haben und wo auch das Feedback von draußen zumindest bei mir ankam, dass diese Reden bemerkt worden sind. Das wollte ich hier nochmal weitergeben. Dann ist, du sagst, Toso, die Seehunde sind gut angekommen. Ich habe tatsächlich Jäger in meinem Freundeskreis und und du warst wohl irgendwie auf Veranstaltungen unterwegs zu diesem Landesjagdgesetz und du warst echt der Einzige, der da scheinbar irgendwie Eindruck hinterlassen hat, mit Fachwissen gepunktet hat und nicht irgendwie rumgelullt hat. Und die Leute waren echt überrascht von dir tatsächlich, dass da so ein Pirat daherkommt und auf einmal mit Fachwissen auftrumpft. Und was Sinnvolles dazu beitragen kann. Nochmal zurück aufs Plenum. Gleich kannst du was zum Jagdgesetz sagen. Nee, zum Plenum. Was ich auch gut fand, ist, zum einen hatte ich das Gefühl, dass wir, und das haben wir mit unserem heutigen Antrag, den wir angenommen haben, ja auch nochmal so ein bisschen bestätigt, dass wir tatsächlich uns politisch viel mehr und viel häufiger eben als Anti-Steuerschlupflochpartei positionieren können. Ich denke, dass das auf der politischen Ebene ein unbesetzter Bereich ist. Und der ist unbequem und ich finde, wir passen da echt gut rein. Und deswegen bitte weitermachen in diesem Bereich. Die zweite positive Sache, so strategisch, die mir aufgefallen ist, war, dass diesmal zumindest für mich bewusst das erste Mal dieses Braunkohleausstiegsgesetz so richtig durchgekommen ist. Also dass auch der Innenminister, glaube ich, war es da, nee, das war der Remmel, ne? Der Wirtschaftsminister, der es dann aufgegriffen hat und das dann nochmal wiederholt hat, ne? Und da kommen Sie wieder mit Ihrem Braunkohleausstiegsgesetz und das ist super, weil so schaffen wir uns dann Alleinstellungsmerkmal und das müssen wir jetzt einfach wirklich immer und immer wieder fordern, bespielen auf allen möglichen Ebenen und das Ding halt für uns dann auch festmachen. Insofern danke, dass du da halt so beharrlich bist. So, ich habe jetzt als nächstes den Joachim und den Kai dann. Ja, ich wollte so ein paar Sachen fäden, die ich hier rausgehört habe, nochmal aufgreifen und ein bisschen verstärken. Also beim Hans-Jörg, beim Daniel, die Iconal-Rede, beim Olaf, da ist natürlich mit sehr viel Fachwissen gepunktet worden. Gleichwohl hatte man weniger die Möglichkeit, auch mal klatschend den Redner zu unterstützen. Und ich vertrete immer noch so die Theorie, Fachwissen und Rock'n'Roll müssen irgendwie kein Gegensatz sein. Dass man die Redner halt entsprechend so anpasst. Ich meine, beim Hans-Jörg war es besonders eklatant, weil da stand ja keine andere Rede einer anderen Fraktion dagegen, die irgendwie von Fachwissen getrübt war. Das muss man auch mal dazu sagen. Dass man halt quasi Rock'n'Roll plus Fachwissen, also ich suche selber noch nach Möglichkeiten, auch beim eigenen Reden schreiben, aber ich denke, wir sind da auf einem in einem Entwicklungsprozess, der zu was wirklich richtig Gutem führen kann. Danke. Kai. Ja, Jaroslav, wie ist das mit dem Ton jetzt? Ist das besser als gerade? Ich wollte nur kurz anmerken, dass der Minister Dün sich da jetzt hingestellt hat und dann gesagt hat, er will das nicht mit dem Kohleausstiegsgesetz, ist tatsächlich das Ergebnis dessen, dass wir ihm das immer wieder um die Ohren gehauen haben. Ja, also es ist, hat eine lange Historie mit dem Kohleausstiegsgesetz und wir haben dieses klare Votum gegen das Kohleausstiegsgesetz von allen Fraktionen ja auch schon aus dem Wirtschaftsausschuss bekommen. Ich
weiß jetzt nicht, wie weit man das noch überreizen kann, aber okay. Was ich anmerken möchte, es gibt anscheinend immer noch Probleme in der Vorbereitung des Plenums. Und zwar insofern, dass die TO aus irgendwelchen Gründen nicht komplett klar ist bei der Planung. Um das zu verdeutlichen, wir haben am ersten Tag über den Haushalt gesprochen und wir haben Einzelplan 20 am zweiten Tag abgestimmt. Ja, also im Plenum haben wir Einzelplan 20 am zweiten Tag behandelt und abgestimmt. Im Abstimmungstool ist es aber von vielen von uns am ersten Tag abgestimmt worden. Also da läuft noch irgendwas durcheinander und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, warum immer wieder das Problem da ist, dass nicht klar ist, wie die Ordnung abläuft. Ob es gegebenenfalls auch Probleme gibt bei Änderungen, die während des Plenums erfolgen, das weiß ich nicht. Und da wäre ich für jeden Hinweis dankbar, um das zu verbessern. Nicole, bitte. Das war in diesem Fall so, auch nach mehrmaligen Anrufen bei der Landtagsverwaltung hat man uns immer wieder gesagt, ja, das schauen wir mal, wann und wie das abgestimmt wird. Also es war in dem Fall auch bei Rückfrage so, dass sie es selber nicht so genau wussten. Deswegen haben wir es für beide Tage gleich eingegeben, um dann zu schauen, wann wird es denn wohl abgestimmt. Für den Fall, dass es abgestimmt wird, egal an welchem Tag, ist es im Tool quasi schon vermerkt. Ich habe auch gelacht, aber so war es. Ja. Wenn dann die Leute einfach überall auf mich danke. Entschuldigung, da bin ich platt, wenn wie jetzt gesagt wird, die Landtagsverwaltung wusste selber nicht, wann der Top abgestimmt wird. Was? Das hat auch was damit zu tun, wie weit wir sind, wenn die Mittagspause anfängt, wo dann garantiert nicht abgestimmt wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch manche Leute gesehen haben, aha, heute wird das nicht abgestimmt, dann also erst morgen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht im Abstimmungstool, dass ich am nächsten Tag da kein Häkchen mehr setzen kann. Einfach schon mal, so werde ich abstimmen und das eben entsprechend gesetzt haben. Ich hoffe, das konnte für dich ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Abschließend werden wir es wahrscheinlich hier nicht klären können. Ich verweise nur darauf, dass die Abstimmung zu den letzten Haushaltsberatungen ähnlich war, also nämlich immer am zweiten Tag. Ja, wir hatten das noch nicht, dass Einzelplan 20 am ersten Tag abgestimmt worden ist. Gleichwohl ist es natürlich tatsächlich von der Tagesordnung her so, dass es einfach auch für den ersten Tag da steht. Man muss es einfach so sehen. Und daraus resultiert das wohl auch, was Nicole da gerade sagte. Ich fand das übrigens nicht so ganz falsch, was du da so an Idee, ich weiß nicht, das ist ja auch intern irgendwo abgesprochen worden. Gut, der nächste wäre der Lukas und die Simone hatten wir schon. Du hattest dich nochmal gemeldet, Lukas. Ja, ein kurzes Feedback zu Kai. Also ich war selber davon betroffen, zum Beispiel, ich war irgendwie nicht in der Rednerliste aufgeführt, obwohl wir, also zumindest von unserer Seite, da alles lief. Andere Fraktionen waren auch betroffen, zumindest in meinen Blöcken, da waren dann die Redner von SPD und Grünen vertauscht. Und also da war irgendwie der Wurm drin, diesmal. Wirklich. Und ich habe halt den Zettel von Grampi gesehen, der ist jetzt nicht da. Ich glaube, viele von uns sind dann auf Grampi zugegangen, haben dann irgendwelche Änderungen dann durchführen lassen, weil die einfach falsch waren. Das heißt, er hatte irgendwann einen ganz voll geschmierten Zettel, was da alles irgendwie falsch lief. Und bei den anderen Fraktionen lief das natürlich anders. Auch so. Insofern, da war irgendwie... Irgendwas war da. Wahrscheinlich ist jemand in den Rumtopf gefallen. Genau. Also oft genug gingen Redner zum Pult, obwohl sie gar nicht dran waren und so weiter. Das gab es also häufiger. Gut, haben wir noch Wortmeldungen zum Thema? Der Jens ist leider nicht da, sonst hätte ich gerne noch mal ein Feedback gehört aus Sicht der Pressestelle zu den am Plenum behandelten Themen. Ich hätte den Oliver noch als nächstes, möchte allerdings noch eine Anmerkung machen zu diesem Kohleausstiegsgesetz. Und da ja nicht immer alle alles hören, weiß ich noch, ich weiß gar nicht, welche Sendung auf dem WDR es war, ich war im Auto unterwegs am Freitag, da wurde auch nochmal auf die Debatte zu E.ON eingegangen, sehr ausführlich, und ganz besonders wurde dabei hervorgehoben, dass die Piratenfraktion da ein Kohleausstiegsgesetz gefordert habe. Das möchte ich nochmal anmerken. Das, wie gesagt, das sind Sachen, die kriegt auch die Pressestelle natürlich nicht ohne weiteres mit, sonst müssten die alles hören. Das funktioniert natürlich nicht, aber das möchte ich hier nochmal bemerken.
dass also auch von Seiten des WDR in dem Fall dieses Kohleausstiegsgesetz als zur Piratenfraktion oder der Piratenfraktion zuzuordnen tatsächlich Erwähnung gefunden hat während der Analyse der Debatte. Nicht in Nachrichten, das war eine Sendung, auch in Nachrichten. Ah, okay, das habe ich wiederum nicht gehört. Okay. Das würde ja fast bedeuten, dass man da vor Weihnachten nochmal nachtreten sollte. Es gibt ja so ein paar Themen, die über Weihnachten so konserviert werden. Ne? Da passiert ja nichts zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ein paar Themen stehen dann einfach dann immer mal wieder in der Zeitung, weil nichts weiteres passiert ist. Und wenn man dann nochmal was bringt vor Weihnachten, kann da was passieren. Oder kann das irgendwie Aufmerksamkeit fördern. Was ich eigentlich sagen wollte, 20 Sekunden dazu, manchmal wissen die Präsidenten selber eine Minute vor Abstimmung noch nicht genau, wie das denn jetzt läuft. Und ich glaube, es gibt im ganzen Parlament manchmal auch nur einen überhaupt, der weiß, was gerade abgestimmt wird. Also bei der Landtagsverwaltung, Herr Lennertz, meinte ich. Und insofern aus Sicht des Schriftführers gesagt, also wenn man dann nicht genau weiß, ob das Gesetz jetzt oder später abgestimmt wird, das ist halt. Vielen herzlichen Dank an einen unserer Schriftführer. Denn möchte ich doch nochmal, danke, dass du wieder zurückgekommen bist, Jens. Wir sind ja bei der Nachbesprechung Plenum. Das war jetzt nicht so unbedingt Bericht der Pressestelle, aber ich hatte mir schon da gedacht, es wäre vielleicht ganz interessant zu hören aus der Pressestelle, was es bezogen auf das Plenum dafür Resonanz gegebenenfalls gab. Also wir hatten relativ gute Resonanz. Ich denke zum Thema Haushalt auf alle Fälle. Das Schuldenraumschiff hat sich ja entsprechend da positioniert. Zum Thema Energie gab es einige Nachfragen, insbesondere zu KS Rede, die wir dann an die Journalisten verteilt haben. Also da war auf alle Fälle Interesse und Feedback da. Wobei man generell sagen muss, also ich kriege das ja dann immer über den Ingo mit, wenn der hochgeht, so ab mittags, nachmittags beim Thema Haushalt, es ist kein Arsch da. Also die sind alle weg. Bitte? Ja. Danke, Jens. So, im Moment liegen mir keine weiteren Wortmeldungen zu. Doch, der Toso doch mal und der Nico auch. Alles klar. Also, nein du. Also ich war jetzt an dieser Plenarwoche mit nur einer kleinen, sehr unbedeutenden Rede beteiligt und deshalb kann ich das mal ganz unbedeutend sagen. Ich habe mich riesig darüber gefreut, wie professionell das diesmal alles abgelaufen ist, wie gut die Vorbereitungen waren. Der eine Fuf kam nicht von uns, wo es da um die Verschiebung der Tagesordnung ging. Professionelles, sachorientiertes Arbeiten. Ich finde, so können wir weitermachen und so können wir uns auch nach außen darstellen. Ich glaube, da sind wir schon, haben wir schon ziemlich Alleinstellungsmerkmale. Danke. Ja. Nee, die war sehr schön direkt. Dankeschön. Ja, vielleicht ist mir erlaubt, dann nach dem Lob vielleicht auch noch was Kritisches anzumerken, weil jetzt gerade, ich hätte jetzt nichts gesagt, aber weil jetzt gerade der Begriff hier gefallen ist und lobend hervorgehoben wurde, halt, dass wir mit dem Begriff Schuldenraumschiff in die Presse gekommen sind. Da kann man sich drüber freuen und sagen, ja, wir finden in der Presse statt. Ich möchte aber nur daran erinnern, dass es nicht unser Ziel sein kann, um jeden Preis stattzufinden und wir schon gucken sollten, mit welchen Begriffen man sinnvollerweise wahrgenommen wird. Und ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das jetzt wirklich, nichts gegen dich, Dietmar, ne? Man kann das ja auch nicht so steuern, mit was man wahrgenommen wird. Darüber entscheidet ja die Presse. Nur wenn wir jetzt hier sozusagen in dieser großen Runde für uns feststellen, dass das ein Positivum ist, dann möchte ich hier doch noch mal kurz den Finger gehoben haben, um zu sagen, also die Einordnung teile ich dann an der Stelle so uneingeschränkt nicht. Ich verstehe dich nicht, Nico. Da möchte ich gerne was zu sagen. Gut. Ja, Jens, also da möchte ich gerne was zu sagen.
Ganz kurz, also ich bin nicht zur Rheinischen Post gelaufen und habe nicht gesagt, bitte nehmt das in die Headline, das machen die selber. Viel entscheidender dürfte vielleicht sein, das, was dann im Text dieses Artikels steht, was auch von der dpa aufgenommen worden ist, und zwar vorletzter Absatz in der Mitteilung der Rheinischen Post, und die dpa hat es aufgegriffen und hat es in ich weiß nicht wie viel Dingern. Und entscheidend dürfte dabei sein, dass egal wie die Headline da jetzt lautete, das nun mal dazu geführt hat, so ist das zumindest das ist das, was Grumpy mir gesagt hat, wäre ich gar nicht drauf gekommen, dazu geführt hat, dass bei der Eingabe bei Google Piraten und NRW das mittlerweile immer noch ein Top-1-Ranking erbracht hat, und das in Zusammenhang mit einer Haushaltsdebatte. So, jetzt sicherlich nicht nur bezogen auf das Schuldenraumschiff, sondern sicherlich eher bezogen auf die nicht im Text stattfindenden Feststellungen, wie jetzt hier zum Beispiel mit Konzernen mal umgegangen werden müsse. Ja, das war ja resultierend auch aus der Debatte mit Soli und so weiter und so fort. Also von daher durchaus konsistent insofern, als inhaltliche Fragen da sicherlich eine Rolle spielen. Wenn da eine Headline draus gemacht wird, dann wissen wir, das passiert einfach. Ja? Und wenn das irgendjemandem Journalisten gefällt, wenn da irgendein Wort fiel, dann ist das so. Und das wissen auch, also ich weiß es zumindest, dass dieses Bild des Schuldenraumschiffes, das habe ich schon im Jahr 2012, nämlich zum Haushalt 2012 verwendet und immer wieder mal eingestreut, also in jede Haushaltsdebatte, dass das jetzt nunmehr beim dritten Haushalt auch schon wiederum, das ist der vierte Haushalt, jetzt plötzlich dann zum Thema genommen wird, beziehungsweise aufgegriffen wird, kann man keine was dran machen. Danke. Ein Schlusssatz, weil ich gerade schnell ich musste ja gerade mal ganz kurz raus. Ich habe noch mal ganz kurz die Sache von Kai, war mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen bei der Aktuellen Stunde. Was ich sehr gut fand, war ja auch, dass wir dort in der Hinsicht stattgefunden haben, sowohl im Vorfeld der Sitzung als auch im Nachgang. Es gab nur eine Kleinigkeit, die Intention, mit der wir in der Presse stattfinden, ist weniger, glaube ich, die kritische Haltung, die wir vertreten in Bezug auf die Sozialisierung von möglichen Schulden oder Kosten, die auf E.ON in einzelnen Bereichen zukommen, sondern es las sich eher so im Nachhinein, dass wir den Schritt von E.ON rein begrüßen. Das nur so gerade als Anmerkung, das war das, was mir im Abgang der Presse auffiel. Kai. Kann ich darauf antworten? Der Punkt war, Dietmar und ich haben uns abgesprochen. Ich habe Dietmar gesagt, was ich bearbeiten werde, und den Satz Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren habe ich gebracht am Ende und damit eigentlich zu Dietmar übergeleitet, und der hat sich dann noch explizit mit diesem Spannungsfeld beschäftigt. Das heißt, wenn die dann nur mich aufgreifen, ist es natürlich nicht drin, also nicht ausreichend drin. Gut, dann müssen wir das vielleicht beim nächsten Mal anders gestalten. Okay, gibt es sonst noch Wünsche, Ideen, Anregungen aus den Plenartagen fürs kommende Plenum? Ein Obstkorn würde ich das gerne haben, okay. Also wie bei der FDP. denn die Überlegung, eine Kleinigkeit vielleicht fürs nächste Plenum, je nachdem wie spät es halt wird, abends im Sozialraum oder so hinzustellen für die Angestellten, die auch länger bleiben, und auch für eventuell die Abgeordneten. Meine Güte, Was ist denn jetzt, Moni, bitte? Okay, müssen wir mal überlegen. Aber es gab noch eine Wortmeldung, glaube ich, von Moni jetzt gerade. Ich hatte dich. Ja, das ging in die gleiche Richtung. Also wir hatten ja im Plenum darüber geredet, ob wir das nicht auch mal machen jetzt im letzten Plenum für die MDL, wenn jeder einen 10 oder 20 Euro gibt, dass wir hier essen, ein bisschen zu trinken hinstellen. Und hier dann, das wird hier abends unter Umständen wieder spät, dass man sich hier mal treffen kann und ein Häppchen essen kann. Ich würde das wohl, sage ich mal, vielleicht mit jemand anders zusammen organisieren. Die Frage ist einfach nur, wollen wir das machen? Ich diskutiere jetzt nicht darüber, wenn vier Mann sagen, ich zahle aber nichts, ich komme dann aber nicht, dann mache ich das einfach nicht. Also entweder machen wir das alle gemeinsam oder wir lassen es. Ich kann daraus sogar eben rasch einen Antrag formulieren für die Runde. Es ist ja eine freiwillige Basis.
Wir sagen halt mal, jeder schmeißt einen Zehner in den Pott. Also, sind die Anwesenden der Ansicht, dass wenn jeder 10 Euro in einen Pott wirft, wir hier ein kleines Buffet hinstellen für späte Stunden? Okay, also. Sind die Anwesenden der Meinung, dass wenn wir x Euro in einen Topf werfen, wir dann entsprechend hier ein kleines Buffet für langdauernde Sitzungstage hinstellen? Nur für dieses eine Mal? Ja, wir testen das mal. Also da nur zwei Tage Plenum sind, lohnt sich natürlich nur der Mittwochabend an der Stelle. Gut, dann danke Lukas, damit war das einstimmig. Kein dagegen, keine Enthaltung. Da kann ich im Übrigen dann auch über das PG-Büro auf die Schnelle halten der Küche hier eben sprechen. Ne? Gut, nee, drei Gänge, vier. Dann übernehmen Moni und ich das zu organisieren. Gibt es sonst noch Wünsche, Ideen für das kommende Plenum? Kleine, feine Auswahl an Käse. Das ist nicht der Fall. Wir haben 11.15 Uhr. Nur zur Info. Ja? Nee, um 11.30 Uhr machen wir Pause. Dann kommen wir zu Top 6. Da hätten wir in dem Bereich Sonstiges vorweg den Hinweis auf das kommunale Vernetzungstreffen am 10.12. Toso, das ist morgen, wenn du möchtest. Ansonsten kann ich auch eben nochmal drei Takte. Also es liegen die genaue Zahl, paar 20 Anmeldungen bereits vor. Also heute, wenn jetzt heute kommt, ist ein bisschen sehr schwierig. Die Anmeldungen werden dann entsprechend halt gemeldet und wir machen von 18 bis 20 Uhr hier in diesem Fraktionssaal eine Vorstellungsrunde der einzelnen MDL, die zugegen sind. Je mehr, desto besser. Jeder stellt kurz seinen Bereich am ehesten vor und auf die Weise können wir dann halt auch direkt auf Rückfragen von Kommunalpiraten eingehen. Und dies soll auch dazu dienen, dass wir dann gemeinsam mit diesen Kommunalpiraten dann auch ein großes kommunales Vernetzungstreffen, welches dann zukünftig auch öfter stattfinden soll, schon mal mit andenken. Und ab 20 Uhr machen wir dann noch ein bisschen Geplänkel, denn wir kennen das, umgekehrte Reihenfolge funktioniert nicht so gut. Also erstmal zwei Stunden arbeiten, dann noch ein bisschen Afterwork und Socializing und soweit, so gut. Toso. Ja, ergänzend noch, wir haben ja jetzt mit den vielen ehrenamtlichen Kommunalpiraten eigentlich einen Fund, mit dem wir wirklich hier politisch auch im Land wuchern können. Wenn man sich anschaut, wie alleine die Arbeit jetzt zwischen Fraktionen, Landtagsfraktionen und den Kommunalen angelaufen ist, muss man einfach sagen, hallo Anja, hallo Stefan, da sind schon exakt super Themen hier reingespiegelt worden. Wir konnten, damit hier mit den Bällen, die uns zugeworfen sind, das alle schon sehr gut umsetzen. Und wenn wir das auf breiterer Front, auf breiterer Basis hingestellt kriegen, dann ist das ganz hervorragend und da ist uns allen mit gedient. Also das ist eine richtig gute Sache. Und im Ländle sehen wir, dass in den Kommunen dann noch arg viel im Argen liegt. Also da können wir uns gegenseitig schon gut bei helfen. Deshalb, wenn ihr diesmal nicht kommen könnt, auch kurzfristig sind übrigens noch Plätze frei, kein Problem. Nächstes Mal bitte Februar schon mal vormerken, wäre total gut. Und wenn ihr euch wundert, warum das Ganze nicht auf der NRW-Mailingliste gelandet ist, das war Absicht. Es sollte nur auf die Kommunalliste, damit jeder, der kommunal arbeitet, auch die Kommunalliste abonniert. Nein. Das Nein bezog sich auf die Weiterleitung, genau. Das können wir dann morgen Abend machen.
Gibt es dazu noch Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge, Zusatzpunkte? Okay. Vielleicht kurz einmal die Rückfrage. Stimmt, wer ist denn morgen Abend mit dabei auf jeden Fall? Weil dann können wir grob... Du hast keine Zeit, genau. Die Kommunalpiraten haben keine Zeit. Ah, das ist ja schon mal ein guter Einstieg. Also wunderbar. Da können wir ja die Redezeit auf eine Minute begrenzen, bevor wir dann den Abend sprengen. Das war ein Scherz. Dietmar noch. Ja, bevor wir zur Nachbesprechung No Du Gida kommen, auch nochmal in diesem Bereich könnte das natürlich gut passen, zumal eben über Stream öffentlich eben, vielleicht weiß ich gar nicht, wie viele Leute da so im Stream mithören, keine Ahnung. Ich hatte gestern mit Paki gesprochen, Paki strebt an, gegebenenfalls einen Unternehmerstammtisch irgendwo in NRW zu installieren. Da möge sich gerne auch hier im Kreise mal jeder überlegen, ob in seinem Bereich da Interesse besteht. Und da gibt es jetzt noch nichts Konkretes, aber zunächst mal andenken und mal rumfragen, wer da eventuell in seinem persönlichen Umfeld Interessenten findet, das zu tun. Und dann vielleicht bei Paki dann mal einwerfen in den Briefkasten. Dann hat Toso gerade angemerkt, dass er noch einen Punkt hat. Gerne. Es kommt ja in unserer politischen Arbeit immer mal wieder vor, dass wir Anfragen an Ministerien haben, die wir nicht als kleine Anfragen dahin schicken, sondern einfach mal so als E-Mail. Das wird meistens sehr schnell und umfassend beantwortet. Leider passiert das nicht immer. Ich habe jetzt einen dieser Einzelfälle, wo das anscheinend sich verzögert. Und an der Stelle greift natürlich, bevor wir mit irgendwelchen parlamentarischen Nuancen kommen wollen, immer, auch wenn wir nicht darauf hinweisen, das IFG. Das heißt, wir kriegen innerhalb von 4 Wochen bitte eine Antwort. Kriegen wir die nicht, müssen wir dann natürlich entsprechend nachhaken. Und da ist meine Frage an euch. Wenn wir solche Nachfragen haben und die kommen, wir kriegen die Beantwortung kommt nicht zurück, vor allem gar nicht in der Frist, seid ihr bereit, auch bei solchen Dingen in einen Rechtsstreit einzutreten? Weil wir müssen dann natürlich juristisch dann nachlegen. Zahnlose Tiger brauchen wir nicht nachzufragen sonst. Jetzt sage ich hier Lukas, Frank. Also bei informellen Anfragen kann ich keine... Lukas, bitte, du hast das Wort. Also ich glaube, ich habe dich nicht so richtig verstanden. Ich zumindest handhabe es so, dass wenn ich eine Anfrage ans Ministerium schicke, weil ich Informationen brauche, dann irgendwann da frage, wann ich damit rechnen kann. Also sprich eine Deadline setze, wenn diese nicht eingehalten wird, stelle ich eine kleine Anfrage. Also ich hatte noch nie das Bedürfnis, da irgendwie in Rechtsstreit zu gehen. Aber deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob ich dich verstanden habe. Genau. Kann man so machen, Lukas? Darf ich? Ich dachte, wir sammeln erst kurz, weil jetzt nicht stapeln. Frank, bitte. Ja, die Frage war ja... ob Rechtsstreit, wenn es dann notwendig ist. Und dann sage ich, wenn es notwendig ist, ja. Die Frage ist, wann ist es notwendig? Es gibt viele Dinge. Aber wenn es dann notwendig ist, ja. Wobei ich erstmal sehe, dass das auch eine Sache jedes Einzelnen ist. Sprich Abgeordneten, genau. Da fiel noch das Wort IFG. Dann habe ich nämlich gerade gesehen, Toso und Nico. Okay, dann Nico. Also mag vielleicht überraschen, aber ehrlich gesagt, ich bin dagegen. Also ich sehe uns da eher weniger in Rechtsstreit. Also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja darum, wir als Parlamentarier sind betroffen, weil wir eine Information nicht kriegen. Dann haben wir doch hier, finde ich, ein viel, viel schickeres Mittel, was auch in meinen Augen effizienter ist und schneller zum Ziel führt oder in den meisten Fällen zum Ziel führen sollte, das ist doch, dass wenn ich nicht innerhalb der 4-Wochen-Frist meine kleine Anfrage beantwortet kriege, lasse ich das auf die Tagesordnung setzen
und dann sprechen wir halt im Plenum mit vor allen Leuten vor dem Minister und dann können wir mal sehen, wie spaßig das ist. Und das haben wir auch schon mal, das hatten wir schon mal praktiziert und das baut eigentlich relativ großen Druck auf und man kann auch noch mal eine mündliche Frage dann sich beantworten lassen. Ich glaube, das setzt so ein falsches Zeichen, weil dann würden wir unser eigenes Licht unter den Scheffel stellen, weil wir haben ja andere Möglichkeiten als der Normalbürger, der halt auf das IFG zurückgeworfen ist und sonst nichts machen kann und dann natürlich klagen muss. Ne, da gebe ich dir vollkommen recht. Toso. Ja, bei einfachen Informationen, die uns so einfach geben können, wenn es um irgendwelche Sachverhalte geht, völlig d'accord. Gleichwohl, uns bringt es halt nichts, wenn ich nach einem Gutachten frage, das nicht bekomme und das besprechen wir dann im Plenum. Da kriege ich es dann wahrscheinlich immer noch nicht. Dann kann ich halt meckern im Plenum, dass ich es nicht kriege. Wohingegen ich bei einer Nachfrage nach IFG und der entsprechenden nachfolgenden Klage das Gutachten kriegen muss. Die einzelnen Schritte und Wege, das klingt genau. Prima mal wieder nach einer Abwägung. Also soll nicht entweder oder sein, Nico, sondern ein zusätzliches austariertes Mittel im Einzelfall. Okay, dann sehe ich jetzt noch den Frank. Ja, wobei das klingt jetzt auch schon nach Aufgaben für eine kleinere Arbeitsgruppe, mal so Erfahrungsaustausch zu machen. Ich glaube, was du meintest, ganz klar, wenn eine kleine Anfrage nicht beantwortet wird, die ins Plenum zu tragen, auf jeden Fall, das ist das Mittel der Wahl, das ist so vorgesehen und das muss dann auch passieren. Ich hatte bisher zweimal den Fall, wo das angedroht war und zack war dann kurz vor dem Plenum natürlich die Antwort da. Allerdings ist dann auch immer wieder die Frage, ist die Antwort, erschöpfend? Das ist etwas, was du dann so nicht ins Plenum tragen kannst, weil da ist dann halt formal dem Anspruch Genüge getan und dann muss vielleicht um die Information, um die es ging, das ist jetzt ein konstruiertes Beispiel, aber muss dann vielleicht doch noch auf einem anderen Weg versucht werden, die zu bekommen. Und da mag es sein, dass am Ende, so wie Toso das, ausdrücken wollte, dass da eine Klage steht. Trotzdem muss man die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, ne, die muss man halt hier spielen. Und da haben wir als Abgeordnete und auch als Fraktion und so weiter mehr Möglichkeiten als der Bürger. Trotzdem mag es zu dem Punkt kommen, dass der Abgeordnete auch mal einen Klageweg beschreiten muss. Aber das werden wir sicherlich besprechen und dann, Tragische Einzelfälle wird es immer geben. Nico. Ja, man soll die nie sagen, ne? Von daher als Ultima Ratio, wenn die parlamentarischen Mittel alle ausgeschöpft sind, da möchte ich aber nur mal noch darauf hinweisen, dass auch eine Information, die dann im Klageweg durchgesetzt würde, da man auch nicht weiß, wie qualitativ gut oder schlecht die dann ist, je nachdem, worum es geht. Und das Entscheidende, worauf ich hinweisen wollte, ist, dass uns die Information, also dass der Rechtsstreit ja nicht eine schnelle Klärung bringt. Das sollte auch allen klar sein. Ja, also von daher, wenn man auf die Information angewiesen ist und dann sagt, ja, wir reichen Klage ein und bestreiten den Rechtsweg, ist auch klar, dass man die auch erst nach der nächsten Landtagswahl dann wahrscheinlich kriegt. Frank. Ja, ganz kurz, weil das ist natürlich dann auch immer noch ein Punkt. Es geht einmal um den Inhalt. Das muss man dann natürlich, wie du sagst, abwägen. Der Inhalt der Frage oder des Punktes, der zu klären ist, bekommt man den schnell oder also braucht man den schnell, dann kann man sicherlich den Klageweg vergessen. Der Klageweg wäre dann natürlich da etwa grundsätzlich ein Recht zu klären, was vielleicht nicht bis dahin genau geklärt ist, also wie weit gehen Informationsrechte und so weiter. Das ist ja auch noch was wir aus den Problemen, die wir haben mit Anfragen, mit dem Verhältnis Parlament-Regierung, was wir da rausziehen, wo müssen wir formal Dinge ändern, dann kommen wir wieder zum Transparenzgesetz möglicherweise und zu diesen ganzen Aspekten, wo wir ja auch dann neue Initiativen hier reinbringen, um
den Rahmen zu klären. Aber das machen wir mal in der Arbeitsgruppe, glaube ich. Oder nicht mehr hier, ich werde nämlich hier gedrängt, zum Schluss zu kommen. Aber ich könnte auch mal versuchen, noch stundenlang weiterzureden, aber ich lasse das jetzt. Danke. Dann möchte ich abschließend hier nochmal die Ministerien, hallo, falls einige von euch zugucken, darauf hinweisen. Ja, ihr wisst, der arkane Bereich laut Bundesverfassungsgerichtsurteilen ist so gering wie möglich zu halten. Das bedeutet, der arkane Bereich, das, was aus Sicht der Ministerien schützenswert zum Wohle des Landes ist, ist nicht einfach das, wo ihr sagen könnt, das rücken wir nicht raus. Das müsst ihr auch rausrücken. Das kennt ihr auch von den Untersuchungsausschüssen. Und da, wenn da die Ultima Ratio vonnöten ist, dann wird diese auch angewendet werden. Okay, dann hätten wir den gestrigen Abend. Gibt es da konkret direkt Wortmeldungen zu? Es geht um. Ja, lasst uns diesen einen Punkt eben noch kurz machen, denn dann wären wir mit dem öffentlichen Teil nämlich auch durch. Toso, bitte. Ja, ich fand positiv hervorzuheben die Gegendemonstration. Dass es jetzt zwei waren, fand ich ein bisschen schade, aber insgesamt von der Menschenmenge und auch vom Mobilisierungspotenzial war das ziemlich gut. Ist auch gut abgelaufen, fand ich gerade die Demo, die direkt vor dem Apollo stattgefunden hat, hatte teilweise richtig gute Rednerinnen vor allen Dingen. Das hat mir richtig gut gefallen. Und dahingegen war der Kartoffelauflauf ziemlich traurig. Was ist da zu lachen, Michel? Lachst du über den Kartoffelauflauf? Danke. Okay, jetzt war ich kurz eine Sekunde vorher schneller. Ich wollte nur sagen, also es gab ja drei Teams gestern hier in dem Spiel und stärketechnisch war das Team Jäger am häufigsten vertreten. Also das, genau, Team Green. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, die haben einen richtig guten Job gemacht, zumindest von dem, was ich hier im direkten Umfeld festgestellt habe. Ich war nicht außerhalb des Bereiches der drei Demonstrationen hier vor dem Landtag, kann also nichts dazu sagen, was außerhalb. Ich hörte davon, dass ein Außenteam im Bahnhof auf Bundesebene da auch noch fleißig mitgeholfen hat, indem halt auch mal ein paar Durchsuchungen stattgefunden haben. Und von daher möchte ich mich ganz ehrlich bei allen Polizistinnen und Polizisten, die hier gestern einen Job gemacht haben, einfach mal bedanken, von meiner Warte aus. Kai! Ja, wie eingangs schon angedeutet, habe ich die Frage, warum wir auf der Demo nicht geredet haben, also als Fraktion. Und ich habe eine Frage, die mir irgendwie schon etwas länger am Herzen liegt. Für mich ist das Wort Kartoffel rassistisch konnotiert. Ich weiß nicht, warum wir dieses Wort hier benutzen. Okay, ganz kurz zu dem Nichtreden. Es gab im Vorfeld Anfragen, ich habe da auch am Sonntag noch mit Time Codex drüber gesprochen. Es gab die Überlegung halt, bei den beiden Demos gemischt zu reden. Gestern Abend stellte sich dann erst heraus, dass bei dem breiten bürgerlichen Bündnis der Gegendemo mit den Kirchen bis auf den Herrn Oberbürgermeister sonst niemand direkt aus der Politik gesprochen hat. Ursprünglich waren genau für diesen Slot auch weitere Redner vorgesehen, unter anderem Paki. Es war aber nicht auf der Bühne, sondern auf der anderen, beim Lauti. Denn es gab nämlich zwei, noch einmal, es waren zwei Demonstrationen und es gab zwei Bühnen. Und auch dort war die Überlegung, den Landesverband für den Gesamtauftritt hier in Nordrhein-Westfalen nach vorne zu stellen. Und im Bereich der Jugendlichen standen unter anderem auch mit, glaube ich, auf der Liste Daniel Drüyen, wenn ich mich nicht irre. Dann war Paki gesetzt und also egal für welche der Bühnen und obendrein von Seiten der Stadt als Kommunalvertreter hier in Düsseldorf, nämlich noch unser Ratsmitglied im Düsseldorfer Rat Frank Grender.
Und er war auch da, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mitbekommen, ob er dort auch hat sprechen können. Denn es gab ja immer wieder einzelne, wie das bei Demos so ist, so Überschneidungen, dass es läuft oder nicht läuft. Und es hat sonst niemand aus den Fraktionen gesprochen. Joachim. Ja, ich kann das auch noch ein bisschen aufklären. Also es hieß dann tatsächlich an dem Stand dieses Aktionsbündnisses, dass keine Vertreter von politischen Parteien sprechen. Es hat nur der Bürgermeister gesprochen und die Veranstalter selber. Auf der, ich sag mal, anderen Veranstaltung am Apollo, bei diesem Antifa-Auto, gab es kurzfristig die Möglichkeit, dass Leute da gesprochen haben. Der Paki stand bereit, ich stand bereit und der Daniel Düngel stand bereit. Und es war irgendwie auch klar, dass wir alle zu Wort kommen. Das ist dann aber nachher, weil die andere Demo sich bewegte und man von da reagieren wollte, unterbunden worden. Und man muss auch dazu sagen, der Paki hat eine sehr, sehr lange Rede gehalten, schriftlich vorbereitet, dass dann nachher irgendwie der Appetit auf weitere Piratenreden bei den Leuten vergangen ist. Kein Vorwurf gegen Paki, die Rede war gut, aber sie hätte etwas kürzer und knackiger sein können. Toso. Ja, zu Kais Kartoffelvorwurf. Rassistisch kann das nicht sein, weil Kartoffel ist da das Synonym für ein sehr einfaches Weltbild, egal von wem. Und wenn man sich die Reden dort angehört hat, was einige von uns ja leider tun mussten, dann hat man festgestellt, dieser Kartoffelvergleich trifft durchaus zu. Und das Auflauf war eine Reaktion darauf, dass von dort der Hinweis kam, dass sie keine Plattensprüche nur von sich geben wollten, was mit einem Au, Au beantwortet wurde. Von da, genau, und die Spakiaten haben die haben Griechenland von der Reconquista befreit, ich weiß. Die Spartaner, richtig. Nein, das, wir werden das auf der Weise nicht mehr hinkriegen. Von daher trifft mich dieser Anwurf an der Stelle mal gar nicht. Es war einfach, genau, richtig Schreibreform, ich rede mit Keimer über Spaghetti und Döner. Von daher, das war schon einfach sehr traurig, was da von dieser Demonstration aufgetaucht ist. Okay, ich habe jetzt noch eine Wortmeldung von Kai, möchte sicherheitshalber darauf hinweisen, dass bestimmt schon Leute für kommenden Montag in Bonn entsprechend Gegendemonstrationen angemeldet haben, denn es wurde gestern Abend wohl verkündet, dass nächste Woche Montag in Bonn eine entsprechende Demo stattfinden soll. Und hier auch, das hatte ich der Ankündigung nicht entnehmen können. Wir werden dann entsprechend mal rückfragen, auch innerhalb des KV Düsseldorf, wie der Stand der Dinge ist. So, Kai habe ich dann nochmal. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir gleich in Pause. Okay, weil das mir wenig sinnvoll erscheint, ich sehe das anders, aber die Diskussion gehört dann wahrscheinlich nicht hierher. Michel. Deutsche als Kartoffel zu bezeichnen, ist genauso scheiße wie Italiener als Spaghetti zu bezeichnen oder Türken als Döner. Punkt. Gut, so viel zum Menschen und zur Nahrung an und für sich. Und von daher möchte ich darum bitten, dass diese Diskussion nicht in dieser Runde jetzt stattfindet. Ich bitte um Dank und möchte darauf hinweisen, wir haben 11.37 Uhr, wir sehen uns um 11.55 Uhr wieder hier. Und in der Zwischenzeit werde ich die Anträge entsprechend oben bei der Verwaltung einreichen. Bis gleich.